Guten Abend und herzlich willkommen hier im Journal bei Regio TV Bodensee. Auch heute haben wir wieder 30 Minuten regionale Nachrichten für Sie und starten mit diesen Themen. Religionen, Menschen, die ihren Glauben im Alltag praktizieren. Übergabe, Katz Kupke übernimmt das Kommando in der Kaserne. Außerdem, Jugend forscht, die Vorbereitungen haben begonnen. Und frostig, obwohl sich die Wolken verziehen, bleibt es kalt. Beim Friedrichshafener Stadtverkehr ist seit dieser Woche einiges neu. Es gibt zusätzliche Bushaltestellen, ein neues Fahrplandesign und Echtzeitauskunft über die Fahrzeiten. Denn nicht immer kommen die Busse am Bodensee pünktlich. Und damit die Fahrgäste schneller wissen, wann ihr Bus kommt, bietet der Stadtverkehr nun auch einen zusätzlichen Service an. Was alles neu ist und worauf Sie dabei achten müssen, hier ein kleiner Überblick. Wer in Friedrichshafen mit dem Bus fährt, dem ist er vielleicht schon aufgefallen. Der Fahrplanwechsel im Stadtverkehr. Denn das Gewerbegebiet Rohrbach ist ab sofort auch an die Buslinie 3 angeschlossen. Mit zwei neuen Haltestellen in der Albert-Meyer-Straße auf Höhe des Lidls und in der Hermann-Metzger-Straße. Dazu kommen noch weitere neue Haltestellen der Linie 11 im Fallenbrunn-Ost und in Markdorf. Und auch bei der Fahrplanauskunft will der Stadtverkehr seinen Fahrgästen entgegenkommen. Die Menschen sagen, wir würden gerne wissen, wenn denn schon Verspätungen zustande kommen. Wir haben ja sehr viele Baustellen hier im Stadtgebiet. Dann würden sie gerne wissen, wie lange es noch dauert, bis der Bus kommt, auf den sie gerade warten. Jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht mit einem QR-Code, den man einscannen kann mit dem Smartphone und dann direkt angezeigt bekommt, wie lange möglicherweise eine Verspätung existiert oder nicht. Der QR-Code steht ab sofort an jeder Bushaltestelle in Friedrichshafen. Scannt man ihn ein, wird man auf die Website der Verkehrsbetriebe weitergeleitet und kann dort seine Busverbindung suchen. Mit Echtzeitangabe der Verspätung. Zumindest theoretisch. Denn bei unseren Stichproben werden viele Verspätungen noch nicht angezeigt. Alle Busse kommen einfach immer pünktlich. Also wir sind noch in einem gewissen Testmodus, muss man zugeben. Es ist noch nicht alles ruckelfrei, wie man so schön sagt. Die Tests laufen täglich. Wir haben auch unseren Dienstleister, der das zu verantworten hat, dass es auch technisch kommuniziert mit dem System in den Bussen. Es muss ja das Signal aus dem Bus herauskommen, um dann ins Gesamtsystem eingespeist zu werden, damit man weiß, okay, er ist jetzt an der Stelle und die Fahrzeit bis zum Zielpunkt dauert noch so und so viele Minuten. Und auch vom Sicherheitsaspekt her sollten die Nutzer von QR-Codes ein paar Dinge beachten, wie uns beim Softwarehersteller für Antivirenprogramme Avira in Tettnang berichtet wird. Es ist sehr bequem, birgt natürlich auch Gefahren, weil ich als Anwender natürlich in dem Augenblick nicht weiß, was genau für eine URL steht denn hinter diesem Bild. Das heißt, ich scanne das ab und lande im Worst-Case-Szenario, denn auf einer bösartigen Seite, die versucht, entweder meine Daten abzugreifen oder mich mit einer Malware zu infizieren. Denn mittlerweile kann jeder leicht seinen eigenen QR-Code erstellen und damit andere Codes überkleben. Ausgewählte QR-Code-Scanner haben daher oft schon eine eingebaute Virenerkennung und blockieren unter Umständen die Weiterleitung auf eine belastete Seite. Die QR-Codes an den Bushaltestellen in Friedrichshafen sind allerdings auch nur als Übergangslösung gedacht. Denn ab Sommer 2019 sollen an vielen Bushaltestellen auch digitale Tafeln Auskünfte über die Abfahrtszeiten geben, damit die Fahrgäste auch immer verlässliche Auskünfte über ihre Abfahrtszeiten erhalten. Und nun zu den Kurznachrichten. Heute vor einem Jahr ist in Waldburg bei Ravensburg ein Flugzeug abgestürzt. Alle drei Männer an Bord inklusive Pilot und Copilot kamen dabei ums Leben. Ein Jahr später steht immer noch nicht fest, warum die Cessna abgestürzt ist. Das kleine Flugzeug der Bregenzer Skytaxi Luftfahrt GmbH war im Landeanflug auf den Flughafen Friedrichshafen. Experten konnten weder einen technischen Defekt noch Hinweise auf Drogen oder Alkohol bei den Piloten finden. Im Schnitt brauchen die Experten ein Jahr, um den Bericht zu erstellen. Und nun zu weiteren Nachrichten aus der Region zusammengefasst. Von Friedrichshafen nach Hamburg. Am 14. Januar bietet die dänische Airline Sunair zweimal täglich Flüge in die Hansestadt an. Die Zusammenarbeit haben der Geschäftsführer des Friedrichshafener Flughafens, Klaus-Dieter Wehr, und Christopher Sundberg, CEO von Sunair, heute mit der Unterzeichnung eines Vertrags besiegelt. Die Hamburg-Flüge seien schon jetzt begehrt. Mehr als 1000 Vorausbuchungen seien bei Sunair schon eingegangen, gibt die Airline bekannt. Hin- plus Rückflug sollen ab 199 Euro erhältlich sein. Hauptnutzer der Strecke werden aber Geschäftsreisende sein.
Die Stadt Wangen benötigt weiterhin Wohnraum für Flüchtlinge. Der Grund ist die sogenannte Anschlussunterbringung, für die die Kommunen zuständig sind. Deshalb führt die Wangener Verwaltung derzeit Gespräche mit dem Landkreis Ravensburg über den Kauf von einer der drei Wohncontaineranlagen an der Zeppelinstraße. Thema ist auch der Erwerb einer mobilen Unterkunft in Holzständerbauweise. Sie steht derzeit in einer anderen Gemeinde und soll auch für Familien geeignet sein. Für den Kauf der Wohncontainer hat die Stadt 500.000 Euro im Haushalt 2019 eingeplant. Firma Knoll investiert in die Zukunft. Auf dem Areal der Firma Knoll entstehen zwei Bürogebäude. Die Kosten für den sogenannten Knoll Tower betragen ca. 15 Millionen Euro. Etwa 200 Mitarbeiter sollen mit einem halben Jahr Verspätung im nächsten Jahr in die Bürogebäude mit hochmodernen Räumen einziehen. Der Bau wurde notwendig, weil die Büroplätze nicht mehr ausreichend waren. Das Maschinenbauunternehmen ist indes im Jahr 2018 in allen Bereichen gewachsen. 2019 will sich die Firma noch globaler ausrichten. Keine Bewerber für Schulleiterposten. Da die Stellen von Rektor und Konrektor an den Tuttlinger Grundschulen in Holterstückle und Schildrain zum Start des Schuljahres 2018-2019 nicht besetzt werden konnten, sind übergangsweise die Schulleiter anderer Tuttlinger Grundschulen eingesprungen. Diese Lösung wird noch eine Weile Bestand haben, denn es gibt keinen einzigen Bewerber. Weder für die Rektorenposten noch für die der Konrektoren. Falls sich bis Frühjahr kommenden Jahres nichts tut, will das Konstanzer Schulamt mit den Lehrkräften beider Schulen Gespräche aufnehmen. Willkommen zurück hier im Journal. Ja, wir machen weiter mit unserer Religionsserie. Seit gestern stellen wir Ihnen nämlich jeden Tag bis Weihnachten einen Menschen aus unserer Region vor. Wir zeigen, wie er seinen Glauben in seinem Alltag lebt und praktiziert, welche Bedeutung der Glauben für ihn hat. Denn nur wenn wir dieses Wissen über unsere Mitmenschen haben, können wir sie auch verstehen. Wir stellen jetzt Ali Esref Çimen vor. Er ist erster Vorsitzender der DİTİB, einem türkisch-islamischen Kulturverein hier in Ravensburg. Religion bedeutet für mich Lebenshilfe im Alltag. Wenn wir ganz zurückgehen, auf Null sagen wir alle Menschen sind von Eva und Adam. Das heißt, dass wir Brüder sind. Als Menschen sind wir Brüder. Jeder kann glauben oder jeder kann andere Ausweis haben, jeder kann andere Kultur haben, aber wir sind Menschen. Wir sollen uns verstehen. Zum Beispiel bei uns sagt man, die Menschen verstehen sie sich miteinander reden, die Tiere kennen sie sich miteinander riechen. Also, das heißt, egal ob der Muslime oder Christen sind, die sind Menschen, die sollen immer miteinander reden und verstehen sie sich. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das ist so, wir sind von Morgensgebet bis Nachtsgebet, die Türen sind auf. Aber nicht plus, so wie ich gesagt habe, Muslime, für die alle Menschen. Jeder kann hier kommen. Jeder kann, egal ob der Christ, der Jude, Muslim oder andere Nationalität der hat. Wir sagen nicht, ey, stopp, wer bist du, woher kommst du? Das sagen wir, das dürfen wir nicht. Wir sind Brüder als Menschen. So wie gesagt, dann gehen Sie mal null, auf null. Woher kommen wir hier? Von wem sind wir? Von Eva und Adam. Ja, wieso schauen wir uns immer böse an? Wir sind Brüder. Wir müssen zusammenleben, zusammenarbeiten, zusammen reden noch. Wir sollen uns nicht auseinander trennen. Wir müssen immer zusammen sein, uns immer zusammenhalten. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
Natürlich, jeder kann hier kommen. Hier, also unser Gebäude ist nicht bloß für Muslime, für die Menschen. Das kann Christ sein, das kann Muslime aus anderen Ländern sein, das kann Muslime aus der Türkei sein, ist egal. Wir geben immer also als Beispiel 5 Finger. Ob die gleiche sind? Nein, die sind verschiedene Dicke und Länge. Die Menschen sind auch gleiche, also die haben auch verschiedene Meinungen. Und wir sagen, als Muslime oder als Gemeinde, wir sehen nicht die Leute seinen Glauben oder Kulturenrichtung, wir sehen bloß, dass die Menschen sind. Ja, wer Zeit hat, normal am Tag 5-mal wir beten müssen. Morgens, Mittag, nachmittags, abends und nachts. Wer Zeit hat, die kommen hier, die treffen sich hier. Der Glauben an Gott gibt mir Sinn und Hoffnung im Leben. Man soll an Gott glauben. Also, einer hat uns geschafft, erschafft, das sagt man. Also, eine Kraft haben wir. Das ist von Gott. Amtzell für Digitalprojekt prämiert. Die Gemeinde Amtzell ist beim Wettbewerb Städte und Gemeinden 4.0 Future Communities ausgezeichnet worden. Das Land fördert die Entwicklung der App zur Jugendbeteiligung mit einem Zuschuss von rund 4.500 Euro. Insgesamt fördert die Landesregierung Anträge von 45 Preisträgern mit über 1 Million Euro. Die Sieger wurden von der Landesregierung durch eine gemeinsame Jury mit dem Städte- und dem Gemeindetag ausgewählt. Ziel des Wettbewerbs ist, Lust auf den digitalen Wandel zu machen und jede Kommune bei der Digitalisierung mitzunehmen. Und nun zu weiteren Kurznachrichten aus der Region. IHK-Umfrage zur Standortzufriedenheit 2017 liegt vor. 38 Meckenbeurer Betriebe haben Auskunft gegeben. Sie beurteilen den Wirtschaftsstandort positiver, als es Firmen kreisweit tun. Und sie weisen auch eine vergleichsweise regere Dynamik auf. Die größte Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit gibt es demnach bei der Straßensituation. Als Problem wird aber auch der fehlende Wohnraum genannt. Die höchste Zufriedenheit herrscht bei der Versorgungssicherheit mit Strom. Die Bahnübergänge Pfaffenweiler und Bärengarten in Kiesleck sind seit dem Sommer wegen Bauarbeiten gesperrt. Ab dem 20. Dezember sollen sie laut Bahn aber wieder frei sein. Monatelang konnten vor allem die Bürger aus Riedgarten nicht ungehindert nach Kiesleck reinfahren. Der Bahnübergang bei St. Anna kann weiterhin wie bisher befahren werden und wird noch für einige Zeit von Wachpersonal betreut. Die Bahnübergänge waren von Bauarbeiten im Zuge der Elektrifizierung der Bahn betroffen. Insgesamt 10 Bad Waldseer Gebäude hat Hubert Schirmer von Wieland Wohnwelt in Litauen als Miniaturmodelle fertigen lassen. Dabei handelt es sich um stadttypische Motive wie das Wurzacher Tor, das Rathaus oder die Kirche St. Peter. Seit wenigen Tagen wurde das Sortiment um das Spital zum Heiligen Geist sowie das Blaue Haus auf der Hochstadt erweitert. Vor 10 Jahren hatte Schirmer die Idee zur Miniaturwelt. Inspiriert wurde er von einem Messebesuch in Frankfurt und vielen Nachfragen von Kunden, die sich um besondere Bad Waldseer Souvenirs informierten. In der wahrscheinlich tiefsten Krise des Bundeswehrstandorts Pfullendorf kam Oberst Carsten Janel. Im März 2017 hat er das Kommando über das Ausbildungszentrum Spezielle Operationen übernommen. Nur 1,5 Jahre später wartet auf ihn eine neue Aufgabe. Und in Pfullendorf muss jetzt jemand anderes den Neustart fortsetzen. Es waren Vorwürfe, die 2017 deutschlandweit für Schlagzeilen sorgten. Fälle von Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung sollten sich in der Pfullendorfer Stauferkaserne zugetragen haben. Auch von Übergriffen mit sexuell motiviertem Hintergrund war die Rede. Zeit für einen Neustart also. Für diesen stand auch ein neuer Kommandeur, Oberst Carsten Janel. Dieser hatte Pfullendorf jetzt wieder verlassen. Sein Nachfolger, Oberst Albrecht Katz-Kupke. Es ist für jeden Offizier eine große Ehre und Freude, wenn er eben ein Kommando übertragen bekommt. Und das ist in dem Falle ein ganz besonderes Kommando und da freue ich mich wirklich drauf. Fast alle Vorwürfe des vergangenen Jahres stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Carsten Janel drehte in der Kaserne nahezu jeden Stein um, passte die Ausbildungskonzepte an. Diesen Kurs will Albrecht Katz-Kupke nun fortsetzen. Die Pläne sind auch klar, das Zentrum auf Kurs zu halten, eben für die Truppe, die
auf gut ausgebildetes Personal wartet, eben auch mit dem zu versorgen, dass wir hier qualitativ hochwertige Ausbildung durchführen, sodass die Truppe, die ja dann irgendwo immer wieder in Einsatz geht, dass die dann gut qualifiziertes Personal hat. Weil alles das, was wir machen, ist ja ein Teil der Lebensversicherung für die Soldaten der Spezialisierten oder Spezialkräfte. Mit der Region ist der neue Kommandeur bestens vertraut. Der Offizier aus Schwäbisch Gmünd blickt auf 5 Verwendungen am mittlerweile aufgelösten Standort Sigmaringen zurück. Zudem war Katz Kupke Kommandeur eines Panzergrenadierbataillons in Stetten am Kalten Markt. Herzlich willkommen zurück. Ja, Sie können basteln, geschickt mit Werkzeugen umgehen und haben oft auch noch Ahnung von Programmierung. Kinder und Jugendliche, die bei Jugendforscht antreten, haben einiges auf dem Kasten. Demnächst geht der Forschungswettbewerb in die nächste Runde. Derzeit arbeiten Schüler im ganzen Land an Projekten. In Tuttlingen etwa geht die Vorbereitung in die heiße Phase, auch bei den Organisatoren. Dieses ferngesteuerte Boot haben die beiden Speichinger Gymnasiasten Mika Köhler und Damian Saramaga gebaut. Das Boot kann Gewässerproben entnehmen. Die beiden Schüler wollen zudem Fischsterben in einem Weiher auf den Grund gehen. Mit der Konstruktion treten sie beim nächsten Wettbewerb von Jugendforscht und Schüler experimentieren im Februar in Tuttlingen an. Seit 6 Jahren gibt es diesen Regionalwettbewerb. Wir haben einen ganz tollen Anstieg in den letzten 6 Jahren. Wir haben damals neu angefangen, waren der kleinste Wettbewerb und sind zwischenzeitlich zu einem der größten in Baden-Württemberg geworden. Das freut uns sehr. Wir haben 75 angemeldete Projekte dieses Jahr und 149 angemeldete Teilnehmer. Veranstaltungsort ist 2019 erneut die Medizintechnikfirma Karl Storz, die eigenes Interesse hat, junge Forscher zu fördern. Die beiden herausragenden Vertreter der Stadt Tuttlingen und des Unternehmens Karl Storz, Herr Oberbürgermeister Michael Beck und unsere Chefin Frau Dr. Sibyl Storz, sind zusammengesessen und haben das Thema gehabt, wie man Jugendliche besser fördern kann. Und da ist die Idee geboren worden und beide waren eigentlich gleich Feuer und Flamme, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben, die Idee dann tatsächlich auch umzusetzen. Wer in Tuttlingen einen der begehrten Preise einheimst, darf weiter zum Landeswettbewerb. Darauf hoffen auch die beiden Schüler aus Speiching. Wir kommen zum Sport. Hier sind die aktuellen Sportnachrichten aus der Region für Sie. Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen stehen am Sonntag in Unterhaching vor der nächsten Herausforderung. Die Mannschaft von Trainer Vital Hein spielt in der Liga beim Spitzenreiter Alpenvolleys Haching. Der Tabellenführer hat bislang alle 7 Spiele gewonnen und die maximale Punktausbeute geholt, 21. Auch der Meister Berlin musste sich beim 0:3 klar geschlagen geben. Die Stärke der Alpenvolleys liegt daran, dass sie im Angriff sehr effektiv sind. Trotzdem fährt der VfB nach Unterhaching, um auch das 4. Spiel in Folge zu gewinnen. Funke mischt die 2. Kegelliga auf. Nach dem Weltpokalsieg und dem deutschen Meistertitel in der U18 hat Lukas Funk, Nachwuchskegler des ESV Ollendorf, zu Saisonbeginn den Sprung in die 2. Bundesliga gewagt. Funk wechselt zum Aufsteiger Sportfreunde Friedrichshafen. Ein logischer Schritt, nachdem seine sportliche Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren stets voranschritt. Nach 11 Spieltagen in der 2. Liga steht Funk mit seinem neuen Verein zur Weihnachtspause mit 16:6 Punkten auf Platz 2. Mit einem Schnitt von rund 620 Kegeln liegt Funk an der Spitze der Liga. Im Streit mit dem Deutschen Ringerbund hat die Deutsche Ringerliga vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth zunächst einmal Recht bekommen. Weil Richtlinien fehlen würden, sei es nicht zulässig, dass der DRB die in der Ringerliga kämpfenden Sportler mit Sperren oder anderen Sanktionen bedrohe, erklärten die Richter. Ein Urteil ist bei der Verhandlung am Donnerstag nicht gefallen. Die Entscheidung des Landgerichts soll am 13. Februar verkündet werden. Ja, bevor es ab Sonntag wieder wechselhaft weitergeht, bestimmt noch trockenkalte Winterluft unser aktuelles Wetter. Dabei gibt es in Sachen Sonnenschein wieder große Gegensätze. Meine Kollegin Corinna Borau hat die Aussichten fürs Wochenende jetzt für uns. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Auch zum Start in das 3. Adventswochenende ist es häufig frostig, denn am Rande dieses Hochdruckgebiets kommt aus Osten weiterhin sehr kalte Luft zu uns. Aber die milde Luft, die steht hier schon in den Startlöchern und beim Wechsel dieser Luftmassen kann es dann am Sonntag gefährlich glatt werden. Zum Start in das Wochenende ist es jetzt am Samstag aber noch ruhig. Es gibt auch jede Menge Sonnenschein, nur wenige Wolken, die stören. Dazu ist es verbreitet.
trocken, nur hier an der Grenze zu Bayern ist es ein wenig trüber. Häufig haben wir es auch tagsüber noch mit Dauerfrost zu tun, mit Werten zwischen 0 und minus 3 Grad. Nur am Bodensee und auch im Großraum Stuttgart entlang des Rheins erreichen die Temperaturen am Nachmittag 1 oder auch 2 Grad. Und auch rund um den Bodensee gibt es am Samstag jede Menge Sonnenschein, nur wenige Wolken, die stören. Häufig ist es frostig, nur unmittelbar direkt am See werden 0 oder sogar 1 Grad erreicht. Und am Sonntag kommen dann von Westen eben Regen und Schneefälle auf. Zusammen mit dem gefrorenen Boden kann es da lokal zu gefährlichem Glatteis führen. Dann beruhigt sich das Wetter. Ein Mix aus Nebel und Sonnenschein stellt sich ein und die Temperaturen, die steigen auch wieder an. Deutliche Plusgrade am Tage und in der Wochenmitte wird es dann wieder etwas wechselhafter. Ja, vielen Dank, Corinna. Das klingt ja wirklich nach einem wunderbaren Glühweinwetter. Also dick einpacken und ab auf den Weihnachtsmarkt. Wir sind jetzt am Ende der Sendung und ich wünsche Ihnen ein schönes Adventswochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.